Alles gut. So, die Aufzeichnung läuft. Sind heute auch nur zu viert. Der Karl-Heinz ist ja nicht dabei, hat er angekündigt. Ich habe mich bereit erklärt, seine Moderationsrolle heute zu übernehmen. Schlüpfe also heute in die Rolle des Facilitators. Genau, und vielleicht kurz zum Programm. Wir haben wie immer ein Check-in jetzt 10 Minuten. Da sollen wir mal heute darauf fokussieren, wie es uns denn geht mit dem Circle. Also wie wir uns fühlen, wie wir unterwegs sind. Wir sind ja in Woche 5 mit der Überschrift Mache es persönlich. Also das machen wir gleich. Dann haben wir so eine Übung für uns. 15 Minuten, so viel zu geben heißt die. Da ist so die Idee, dass man eigentlich oft als Experte sein Licht eher unter den Scheffel stellt und gar nicht weiß, was man eigentlich alles zu geben hat, was für andere interessant ist. Ich denke, das erlebt man auch ganz oft, wenn man so mit Leuten spricht, die man selber als totalen Experten irgendwie wahrnimmt. Die sagen, na, ich weiß eigentlich gar nichts. Und dann kommen die in irgendeinen Kontext und dann fangen die auf einmal das Sprudeln an und das ist einem oft gar nicht so bewusst, was man eigentlich hat zum Beitragen. Und das soll man dann in 10 Minuten kurz diskutieren. Also vielleicht schon mal vorneweg, das ist wieder so eine Listenübung. 50 solche Fakten sollen wir notieren. Und die dann kurz diskutieren, ohne natürlich alle 50 vorzustellen, sonst wären wir in der Stunde nicht fertig. Und dann sollen wir die in Verbindung bringen mit unserer Contribution-Liste. Also sprich, was könnte denn ein Faktum sein, was irgendwie eine Verbindung zu jemand herstellt, den wir auf unserer Contribution-List haben? John Stepper sagt zur Not. Und demjenigen soll man dann am Ende auch noch eine E-Mail schreiben. Oder eine Nachricht schreiben, muss keine E-Mail sein. Zur Not kann man ihm eine E-Mail schreiben, aber ich denke mal, wir werden da jemand anders finden, nicht dass Johns Mailbox da überquillt. Das wird vielleicht Freut der sich eine oder bestimmt. andere auch tun. Für die Gäste, die wir haben, 4 Gäste sind dabei. Ich glaube, die waren alle schon mal dabei. Falls nicht, einfach nochmal kurz der Hinweis. Das ist ja so der Working Out Loud Circle, den wir haben. Der ist zwar öffentlich, man kann zuhören, aber die Übungen machen wir sozusagen unter uns. Also es ist kein Webinar oder keine Erklärbär-Veranstaltung, sondern alle, die zuhören, haben quasi so eine Art Zaungastrolle, würde ich sagen, und können uns sozusagen Banner. beim Spanner, genau, Lurker im Internet-Slang, und können uns sozusagen hier beim Circling zuhören. Also steigen wir ein, Check-in, wer mag beginnen und so ein bisschen erzählen, wie er sich fühlt jetzt in der 5. WOL-Woche. Ja, ich kann gerne mal anfangen. Nachdem ich ja beim letzten Mal nicht dabei war, muss ich in Demut und Reue nochmal bekennen. Ich habe einfach kurzfristig Urlaub genommen, weil ich plötzlich Montag und Dienstag zwei Termine nicht mehr hatte. Habe meine Familie eingepackt und wir sind in die Berge gefahren. Dann kam plötzlich irgendwie der Reminder, so in 5 Minuten geht der Call los und ich war gerade in den Bergen unterwegs mit relativ dünnem Netz. Da ich sage, okay, das wird jetzt nichts mehr. Das heißt, ich habe mir letzte Woche mal wirklich echte Auszeit gegönnt. Ich war auch ziemlich inaktiv auf allen Social-Media-Kanälen. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist oder nicht, aber Ja. von daher war ich da relativ brav. Ich habe mir aber im Endeffekt sehr viele Gedanken über das ganze Thema gemacht, weil das natürlich bei mir sehr brennt. Mein Thema ist ja das ganze Leadership. Wie kriege ich die interessiert, aktiviert zum Thema Lernen, damit sie selber bei sich mal auch wieder anfangen? Das wird im Moment immer größer. Wir haben es nächsten Freitag, habe ich da auch einen Think Tank dafür aufgebaut. Der ist jetzt gerade im Moment nochmal rausgegangen an alle. Ich stelle da im Moment innerhalb der Firma einige Fragen an die Leute und sammle Inspirationen dazu. Das heißt, ich bin da an verschiedenen Stellen sehr aktiv inzwischen. Wir holen uns da extern auch entsprechend verschiedene Hilfe. Da bin ich auch noch am Überlegen, ob man da noch vielleicht das eine oder andere Interview mit unseren Experten in unserer eigenen Filterblase führen. Weil da haben wir ja zum Thema Leadership eine ganze Menge Leute da. Ist ja auch jetzt demnächst dann von Ursula Branken der Leadership Summit, hätte ich gesagt. Also da müsste ich eigentlich auf jeden Fall unbedingt dort sein, aber da habe ich auch leider eine Überschneidung mit unserem Projektteam. Aber da werde ich sicher einiges mitkriegen, weil da ja auch immer mehr aktive Twitterer unterwegs sind. Und da kommt sicher auch nochmal toller Input. Also für mich war es einerseits eine erholsame Woche, andererseits habe ich aber trotzdem weitergearbeitet an meinem Thema. Und ja, bin da eigentlich im Moment relativ guter Dinge, dass ich das in den 12 Wochen eigentlich auch hinkriegen könnte. Cool. Okay. Also vielleicht noch, warum ich ein bisschen komisch ausschaue. Ich hatte einen Zusammenstoß mit unserem Hund und da ist mir ein Zahn ausgeschlagen worden. Der war nicht so groß, aber es war irgendwie so saublöd. Also drum ist mein Lächeln heute etwas ja, lückenhaft. Ja, wir können dich gleich mal groß machen. In der kleinen Lieber Vorschau fällt es gar nicht so nicht. aus. Okay.
Okay, wer mag als nächstes? Ja, dann spreche ich weiter. Hört ihr mich? Ich höre mich so komisch. Ja, gut. Ja, super. Also ich habe ja letzte Woche groß angekündigt, ich lege jetzt los. Also ich war insofern aktiv, dass ich echt zum einen was bei Twitter gelernt habe, und zwar von dir, Harald, unbewusst. Also ich meine, vielleicht, ihr lacht euch wahrscheinlich jetzt schlapp, aber ich habe dann gemerkt, wie kann man denn in dieser Kürze der Zeit, kannst ja nie den ganzen Inhalt da transportieren, bis ich dann mitgekriegt habe, dass ihr ja auf Facebook das immer schreibt und dann auf Facebook verlinkt. Also so simpel sind manchmal Lernprozesse, ja. Ich habe es also jetzt kapiert. Ich habe tatsächlich zweimal was getwittert, was sehr Lustiges vor allen Dingen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, den Aufsteller von der BA zum Thema, also wo ich dann nur geschrieben habe, den digitalen Wandel wohl total verpennt, wo sie dann irgendwie so ein Bildchen malen von einer Dame mit einer Rechenmaschine auf einem großen Stand von der Bundesagentur bei so einer Frauenmesse. Also sehr witzig. Was mir auch gleich irgendwie so ein paar, wie heißen die, Likes und Tweets irgendwie so Ja. beschert hat. Also so süße Selbstwirksamkeit wächst und das Gefühl. Und dann habe ich aus dem Buch hier folgend zumindest ein paar Leute über Working Out Loud informiert, bis mir nämlich vor allem einfiel, ich habe ja ein riesen Netzwerk von den Leuten, die ich selbst ausgebildet habe. So schlau war ich dann mal und habe dann jetzt gestern einen Newsletter geschickt und habe zumindest gesehen, dass 13 Leute bei Corporate Learning geklickt haben, wenn mein Programm nicht lügt. Wenigstens, also ich meine, es sind knapp 700 Adressen gewesen, aber naja. Also insofern habe ich ein paar Leuten auch darüber berichtet und an ein paar Redakteure habe ich diesen Artikel wieder mit Working Out Loud geschickt und so weiter. Und ich bin ganz zufrieden. Du So. bist auf 25 Follower, Stand jetzt. Ja. Ja, Hab ich immerhin. nur mal so als, also, Ja. als vielleicht zwei kleine Punkte dazu, ganz Ja. kurz. Wenn du mal versuchst, zum Beispiel das Thema Giveaways oder das Thema Icons anzuschauen, ich meine, schau einfach mal runter in Skype, da ist ein Telefonhörer abgebildet. So ein Ding hat kein Ja. Mensch mehr von uns zu Hause. Das heißt, Ja. die ganzen üblichen Icons, die ganzen Grafiken, die wir heute überall verwenden, die verwenden eigentlich alle Bilder oder Abbildungen von Technologie aus dem 20. oder 19. Jahrhundert. Das heißt, also ist es nicht unwahrscheinlich, dass viele Leute für ihre Präsentationen heute Dinge zur Visualisierung nehmen, die völlig outdated sind. Also das erlebe ich an so vielen Stellen. Auch wenn man ganz bewusst mal zum Beispiel Giveaways sammeln will, dann geht man so in die typischen Kataloge oder an die Hersteller, die sowas produzieren. Und was kriegt man dann? Bleistifte, Kugelschreiber, Blöcke und also lauter so Offline-Zeug. Das ist Ja. ganz nett. Aber so Digitalzeug oder irgendwas, was so zeitgemäß wäre, ist halt entweder relativ schnell teuer Ja. oder es ist nicht in diesen Katalogen enthalten. Also da gibt es an vielen Stellen noch was nachzuholen. Ja. Winfried, du bist schon ganz Wahnsinn. ungeduldig. Ich spreche übrigens ich habe mich jetzt gefragt, ob jetzt Antje zum Ende gekommen ist oder einfach nur einen Zwischenschluck gemacht hat. Antje, also auf jeden Fall bist du mein Vorbild, weil du letzte Woche dann richtig losgelegt hast. Genau. Und ich habe ja auch vorgenommen, letzte Woche richtig loszulegen und das mir dann Freitag und Montag und übers Wochenende wieder eingefallen. Und in der Tat. Aber ich nehme mir jetzt vor, dass ich so stolz wie du diesmal warst, ich dann nächste Woche sein werde. Aber ich habe jetzt unter anderem letztendlich mit dem Ragnar werde ich mich ein bisschen intensiver über seine Aktivitäten unterhalten im Bereich seiner übergreifenden WOL-Aktivitäten. Und ich habe ja immer noch die Hoffnung, letztendlich, dass wir auch auf der Zukunft Personal einfach die HRler für Vernetzung in Richtung Transformation motivieren können und da letztendlich solches Circle auch in deren Themen letztendlich entstehen. Also die Idee ist ja, wir haben ja unser Event, aber so ein Event ist ja immer beschränkt und wie macht man das nachhaltig, eine Transformation in der HR-Community? Und im ersten Schritt das quasi auf der Messe weiterzutragen, aber dann über die Messe hinaus auch letztendlich eine Vernetzung zu schaffen, die dann letztendlich auch in den nächsten 12 Monaten dann entsprechend trägt. Genau, und da werde ich nächste Woche dann berichten, wie stolz ich das alles umgesetzt habe. Also ich habe einen langen Anlauf, also bis zur Umsetzung habe ich einen langen Anlauf, aber eben habe ich gehört, es sind ja 12 Wochen, deswegen bin ich da total zuversichtlich. Ich Kennst du nenne das das Kon übrigens das Gesetz der rechtzeitig steigenden Grenzproduktivität. Ja.
Kurz vorm Ende, kurz vorm Terminende schlägt das immer zu, dieses Gesetz. Manche nennen es Prokrastination. Ja, so ist das. Es gibt Aber ganze Bücher darüber, wie man das überwindet. Ich sehe das als einen Produktivitätsfaktor. Winfried, Manche ich kann dir Dinge tut da man nur. zu früh und dann erledigen sie sich von selbst. Genau, ich kann dir da nur zupflichten. Also es gibt halt einfach unterschiedliche Lerntypen. Der eine fängt halt wirklich ganz früh an, der andere lernt in Happen, der nächste lernt regelmäßig und der andere lernt halt quasi 5 Minuten vor Prüfung. Also kann ich nachvollziehen. Genau. Aber nächste Woche wird das total anders bei mir. Ja, Also ich schneide schon mal diese Stelle raus, ja, die spielen wir dann als Einspieler ein nächste Best of Woche. best of Spotify Das hat jetzt was Deserters. Normatives, So ein diese O-Ton werden wir da. Ankündigung. Ja, habe ich mir schon notiert. Super. Ja, bei mir war eigentlich ganz gut, weil letzte Woche Pfingstferien waren, scheinbar in vielen Bundesländern und ich keine Ferien gemacht habe und dementsprechend relativ wenig Leute mich angerufen haben und so weiter. Also dementsprechend war so einigermaßen Zeit sogar. Ich hatte ja ursprünglich diese Idee, die neue ISO 9001-Norm da drin, die Idee der lernenden Organisation mal rauszuarbeiten, mit Führungskräften zu diskutieren. Da hatte ich ja 6 Stück gesucht, die ich auch gefunden habe. Und dann hat sich das ja ein Stück weiterentwickelt, eigentlich zu dieser Idee, ich sag mal in Anführungszeichen, Organisations- oder Betriebssystem für lernende Organisationen daraus zu gestalten. Also sowas eigentlich wie Linux für den PC, aber halt als Organisationssystem, was sich so wie ein Betriebssystem auch, das legt sich ja auf bestehende Hardware, sozusagen auf bestehende Organisation legt. Und das muss ich sagen, hat letzte Woche eigentlich, also ich hatte irre viele E-Mails dazu mit Ideen, wie man diese Metaphorik in der Praxis verwenden kann. Also wie sich das angefangen bei, wie kann man einen Diagnoseprozess gestalten, wie sieht ein Installationsprozess aus, muss ich mal gleich an Haralds Folie denken, mit Kultur kann man nicht installieren. Ja, also da kann man auch so diese ganzen Paradoxe, die sich da ergeben, wenn ich halt mit soziotechnischen Systemen arbeite im Vergleich zu halt rein technischen Systemen. Aber das ist jetzt mittlerweile so weit, dass es da so eine Art Initialisierungsroutine gibt mit so einer kleinen Checkliste auch dazu, auch noch der Idee, das in eine Organisation zu bringen durch den Google Sprint Prozess. Ich weiß nicht, wer den kennt. Der kommt so eigentlich aus der Produktentwicklung, wo man innerhalb von 5 Tagen sozusagen einen Prototyp baut und diese 5 Tage haben eine vorgegebene Agenda. Und das will ich jetzt die Woche noch, habe ich da 2 Termine dazu, mal diskutieren, wie man da in verschiedenen Teilbereichen sozusagen anfangen könnte. Was ich angefangen bei, eine Abteilung will das für sich etablieren oder ein einzelner Mensch will das als Selbstorganisationssystem verwenden, inwieweit da diese Vorgehensweise greift oder nicht. Also so gesehen bin ich einigermaßen zuversichtlich, da auch einen Schritt vorangekommen zu sein. Das entwickelt sich ja ordentlich. Also übrigens, ich habe natürlich ganz fleißig den letzten Working Out Loud Circle nachgeschaut. An der Stelle vielleicht auch für die anderen den Hinweis, wirklich diese Podcast-Funktion ist da sehr, sehr hilfreich. Ich merke aber auch, dass bei uns in der Firma viele unter Podcasten sich überhaupt noch nichts vorstellen können. Also vielleicht müssen wir da wirklich nochmal so eine kleine Hilfe machen, was denn Podcasten ist und wie einfach das geht. Ja, absolut, ja. Also wir haben auch jetzt für den, weil was wir jetzt neulich im Orga-Team vom Mukaton diskutiert haben, in dem Podcast steckt auch nochmal extrem viel Potenzial, da Essenzen rauszuholen. Ja. Also was wir eben überlegt haben, hat jetzt nichts mit WOL zu tun, sondern eher was mit der Sommerpause bis zum Hackathon, sozusagen so ein kleines Podcasting-How-To. Also wie bearbeitet man sowas nach, wie vershownotet man sowas, also tut so die wichtigen Punkte rausziehen. Und da war die Idee, ob sich nicht Leute finden, die, wir haben 10 Wochen, 2 Stunden Podcast. Die sich quasi jeweils eine dieser 20 Stunden schnappen, und dann damals so eine Art Kondensat Essenz rauszuholen, dass wir da so ein kleines Mashup haben hinterher mit den wichtigsten Punkten des Mukatons vielleicht in 20 oder 25 Minuten und in den Text zusammengefasst. Na, weil das muss man vielleicht auch sagen, jetzt aus Orga-Team-Sicht, wir kommen halt immer gerade dazu, die Aufzeichnungen auf YouTube zu schieben, die Autospuren zu extrahieren, den Podcast zu stellen. Das war's dann aber auch schon. Ja, und klar, das kann man da jetzt im Auto anhören, jeder hört es und macht vielleicht für sich Notizen, aber da nochmal so eine Verdichtungsfunktion draufzulegen, das ist sicher sehr wertvoll, ja. Ja, auch ganz ehrlich, also für mich war das auch mal
erlebenswert, weil man hört sich ja selber normalerweise nicht an. Aber über die Podcasts hat man wirklich eine Möglichkeit, also ich habe mir jetzt die letzten 4 Stunden schon mal angehört, sondern einfach mal reinzuhören. Wenn man nicht beteiligt ist, hat man nochmal eine ganz andere, ich sage jetzt mal, eine Art des Zuhörens, als wenn man selber die ganze Zeit ja präsent ist. Und wenn man sich selber dann eben hört, manchmal hört man auch, was man für ein Käse erzählt, oder eben, wo man sich selber dann auch entsprechend verbessern kann. Also ich finde das eine gute Lernmethode auch, sich selber mal aufzuzeichnen oder eben in solchen Situationen, wenn man die Aufzeichnung dann sowieso zur Verfügung hat, das mal nochmal nachzuhören. Muss ja nicht immer der ganze Stunde sein. Kann man ja mal kurz reinhören und sagen, okay, das und das könnte man vielleicht verbessern. Ja, ja, stimmt, ja. Okay, dann würde ich sagen, steigen wir mal in die erste Übung ein. Die erste Übung, die wir heute machen sollen, geht zurück auf einen Autor Murakami. Keine Ahnung, ich kenne ihn nicht. Weiß nicht, Harald, sagt dir der was? Oder jemand anderen von euch? Gelesen ein paar Mal, aber... Also der scheint mal gesagt zu haben, die Tatsache, dass ich bin und niemand anderes, ist einer meiner größten Vorzüge. Und zielt natürlich darauf ab, zu diesem Thema Individualisierung, was vielleicht so ein totaler Gegentrend zu Industrialisierung und Standardisierung ist. Also zu sagen, so jeder hat genau seinen eigenen USP und je bewusster ich mir dessen bin, desto besser ihn kann ich natürlich einsetzen und ausspielen. Und die Übung, die John eben vorschlägt, dazu tun, ist, sich dessen mal bewusst zu werden, was eigentlich der eigene USP, die eigenen Fakten sind, die man einbringen kann. Er hat da ein paar Beispiele, das sind durchaus auch private Sachen, wie ob man Kinder hat und welche Fakten es da zu erzählen gibt, Orte, an denen man gelebt hat, wo man aufgewachsen ist, wo man gearbeitet hat, wo man im Urlaub war, Harald, auch das, ob man körperliche Einschränkungen hat, Karrierefehler, die man begangen hat, also all das sind Eigenschaften, die einen sozusagen als Person auszeichnen und die man an irgendeiner Stelle einbringen kann, die niemand anderes hat. Und wir sollen uns jetzt mal 15 Minuten eigentlich, ich denke, vielleicht nehmen wir uns 5 bis 10 Minuten, dann sind es vielleicht nicht 50, sondern ein paar weniger, überlegen oder Zeit nehmen, genau solche Fakten mal zusammenzutragen. Harald, du hast in der Vergangenheit ganz oft interessant ergänzt. Du sahst so aus, als wolltest du gerade schon ausholen. Ja, also wir können das gerne so weiterführen, wenn das gewollt ist. Ich kann mich natürlich auch einfach hinsetzen und meine Sachen runterschreiben. Nein, vielleicht kann man ja beides machen. Vielleicht, wenn du sagst, du hast da noch eine Ergänzung, gerne beitragen. Ja, ich würde einfach so ein bisschen über das drüber fliegen, was John auch entsprechend in seinen Circle Guides schreibt, weil das, glaube ich, schon sehr hilfreich ist. Er hat vor allen Dingen in dem Thema ja unten noch ein paar Tipps, was man tun soll, weil 50 Sachen über sich selber, das ist ja für viele dann schon eine große Menge an Begriffen, die man sich da ausdenken soll. Ich denke speziell jetzt auch hier in dem Circle, der ja live ist und der aufgezeichnet ist. Also ich würde einfach vorschlagen, nur als Angebot, dass wir vielleicht jetzt ein gesamtes Set uns aufschreiben, aber dann halt nur auf die Themen eingehen oder die dann entsprechend sagen, wo sich jeder dann auch entsprechend wohlfühlt. Weil ich denke, speziell Absolut. Im Internet ja. hat das auch ganz viel mit Privacy und Datenschutz zu tun. Also wenn man da jetzt quasi so alles hinlegt, das bleibt. Dieser Podcast wird eine ganze Zeit lang online sein. Also ich denke, da muss man auch so ein bisschen überlegen, was mache ich mit meinen Daten und in welchen Kanälen arbeite ich damit. Working Out Loud ist ja normalerweise ein geschlossener Zirkel und der findet ja verbal statt, der Austausch in der Regel. Oder manche teilen sich auch entsprechend ihre Notizen, aber die bleiben eigentlich innerhalb dieses Circles und sind eigentlich auch ein relativ hohes Gut, weil das natürlich eine sehr starke Persönlichkeitsdarstellung ist, die man da oder Einblicke sind, die man da in die eigene Persönlichkeit gibt. Ich erlebe selber ganz, ganz oft, dass genau das im Endeffekt eigentlich aber auch der Türöffner für eine bessere Zusammenarbeit ist. Das kennt man wahrscheinlich von diesem Kommunikationsmodell, da diesem Eisbergmodell, wo einfach der größte Teil dieses Eisbergs unter Wasser ist. Das ist im Endeffekt ja ganz viel diese persönliche Beziehung. Man kann da beliebige Leute eigentlich zusammenbringen mit komplett konträren Mindsets sozusagen. Wenn man denen aber ein gemeinsames Thema gibt, wo sie beide drüber reden können, dann ist es völlig okay und in der Regel funktioniert das auch sehr, sehr gut. Nur wenn die kein gemeinsames Thema finden oder sowas, dann wird natürlich sofort diese persönliche Disposition ein recht großes Thema. Aber in der Erfahrung auch, wir nutzen es auch innerhalb bei Continental sehr oft oder ich in meinen Workshops auf jeden Fall, dass wir den Leuten als erstes mal Gemeinsamkeiten aufzeigen. Also das ist bei Workshops zum Beispiel so, dass man sagt, stellt euch mal so auf, wie lange ihr in der Firma seid.
Und plötzlich stehen da ganz Alte neben ganz Jungen oder relativ Jungen und sagen, was, du bist genauso lange in der Firma, du siehst ganz anders aus. Oder man macht quasi bei Barcamps so als Kennenlernsituation vorher, dass man bestimmte Themen auf Schilder schreibt und sagt, jetzt stellt euch mal auf zu dem Thema Hobbys. Also alle, die eher im Sport unterwegs sind, alle, die eher in der kulturellen Geschichte unterwegs sind, also auf Konzerte oder in die Oper oder ins Museum gehen, oder andere Leute, die sich eher in Vereinen engagieren und irgendwas sammeln oder irgendwas züchten oder sonst irgendwas. Und allein solche ganz kleinen Aufsätze bringen Leute ganz, ganz schnell zusammen, bauen unheimlich schnell Hürden ab. Und das ist ja das, was er im Endeffekt oder was John in dem Teil eben auch in diesem Circle machen möchte. Er möchte die Leute persönlicher zusammenbringen, also auf einer Gefühlsebene, auf einer emotionalen Ebene, wo man sagt, okay, also wenn der auch das macht, was ich mache, dann kann der so verkehrt nicht sein. Und das ist so diese Tribes, also wenn man so erkennt, das ist jemand, der so ähnlich ist wie ich, dann ist da gleich ganz viel Nähe da in der Regel. Und die Fragen, diese Fakten, die er da in den Beispielen bringt, ob man Kinder hat, Orte, an denen man war, wo man aufgewachsen ist, das macht sofort Verbundenheit. Manche Sachen sind offensichtlich, die Hautfarbe oder die, ich sage jetzt mal, manche Sportarten prägen einen Körper natürlich auch, oder auch manche Hobbys prägen einen Körper, und dann sieht man das sehr schnell. Die Sprache, Dialekte und sowas ist natürlich sehr offensichtlich. Aber dann geht's halt eben auch drüber, wenn man über den Urlaub spricht oder Firmen, für die man gearbeitet hat. Das merken wir auch ganz, also ich frage das bei uns in den Projekten auch immer ganz aktiv ab. In den Profilen sollen sich die Leute damit taggen. Also auch ganz öffentlich, wenn sie das machen wollen, weil das natürlich diesen Mehrwert bietet. Aha, du hast auch schon mal bei den Kunden vielleicht sogar gearbeitet. Jetzt bist du bei uns. Vielleicht können wir über dich dann so ein bisschen näher den Kunden kennenlernen aus einer anderen Perspektive. Also dieser ganze Input, der hat viele, viele Möglichkeiten natürlich, entweder ein Gespräch anzufangen, eine Türe aufzumachen oder eben dann als Ansatz von Erfahrungsaustausch. Wenn ich da nochmal vielleicht was zu sagen könnte, das ist ja mein Kerngeschäft. So mal zwei Sachen, die wir immer wieder machen in Teamtrainings, dieses ganz simple, also in Runden zum Beispiel auch zu gehen und bestimmte Fragestellungen, so ähnlich wie du es hast, zu sagen, was höre ich gern, was rieche ich gern, was schmecke ich gern. Und das erstmal aufzuschreiben, das hat zwar auch einen Sinn, diese Übung, die will ich jetzt hier nicht komplett verraten, sonst ist der Witz nachher weg. Aber das führt natürlich dazu, dass man nachher so eine Abschreibrunde macht. Man macht sich mal Gedanken darüber, was höre ich eigentlich gerne, und dann fragt man sich, und dann schreibt man das auf und dann wird mit den anderen nachher gesagt, also ich höre gerne, also jetzt geht leider der Rasenmäher hier an, das höre ich jetzt nicht so gerne, aber solche, also irgendwie Sachen, Glockengeläut am Sonntagmorgen in der Ferne, und dann sagt er auch, ich auch oder dies und das. Und das führt zu dieser Verbundenheit, das, was du eben sagst, dass letztlich, wenn man das neurowissenschaftlich auch mal betrachtet, der Mensch möchte in einer Gemeinschaft sein, emotionale Sicherheit in einer Gemeinschaft spielt eine Rolle, und ein Feedback vielleicht auch nochmal so als Einladung, wenn ich zum Beispiel so ähnlich wie John es jetzt hier angeregt hat, mir darüber Gedanken mache, was ich in meinem Leben schon so hatte, was weiß ich, was hier sehe ich gerade, meine Mutter hatte Diabetes oder so ähnlich, vielleicht musste ich mich kümmern, und daraus dann zu analysieren, welche Fähigkeiten haben sich daraus abgeleitet, ganz, ganz gezielt. Und das in Gruppenübungen machen, das ist unglaublich. Und dann habe ich nicht nur den Effekt, dass wir gleich sind, sondern dass wir eventuell verschieden sind, aber ich verstehe den anderen besser und verstehe den anderen, warum er die Fähigkeit da und da entwickelt hat, mehr. Und das ist eine tolle Erfahrung im Team. Also es gibt noch einen Tipp, den, also kann ich völlig nachvollziehen. Danke für den Input auch, Antje. Du bist ja da in der Tat sehr, sehr aktiv mit vielen Methoden auch unterwegs, die in die Richtung helfen. Was John Stepper da nochmal als Tipp mitgibt, wenn man selber vielleicht bei 50 nicht so ganz zurechtkommt oder sowas, dass man sich nicht jetzt nur im ersten Schritt auf sich selber fokussiert, sondern eben wirklich mal jemanden anderen nimmt, jemanden, den man vielleicht ein bisschen besser kennt, und versucht mal, den zu beschreiben. Also wir machen sowas auch wieder in der Firma sehr häufig mit einfach über Tagging, dass wir entweder, wenn wir am Telefon sind, während ich mit jemandem rede, einfach das, was ich erfahre über die Person, dann auch gleich auf sein Profil mit Schlüsselworten hinterlege. Also das, früher kennt man so Buchbinder-Wanninger, man telefoniert sich so 10-mal weiter, aber eigentlich ist dieses 10-mal weiter telefonieren, dieses Buchbinder-Wanninger-mäßige, ich brauche 5 oder 10 Anrufe, bis ich bei der richtigen Person bin, ist ja eigentlich eine kleine Lernreise. Ich lerne lauter Leute kennen und erfahre, was die machen, was die nicht machen, sind die hilfsbereit, geben mir die weitere Auskünfte, erweitern die meinen Horizont, dass ich vielleicht die falsche Frage stelle. Und wenn ich das jetzt nicht nur für mich behalte, weil ich bin ja der Einzige, der diese kleine Lernreise macht,
sondern wenn ich, während ich mit den Leuten telefoniere und deren Profile aufrufe, und das kann ich natürlich auch mit LinkedIn machen oder mit Xing oder mit anderen Tools, wenn ich das dokumentiere quasi, also jetzt nicht die privaten Sachen oder Dinge, die Leute schlecht machen, sondern wirklich nur das Positive, dann haben halt andere auch was davon. Und das ist ich habe versucht, das wirklich zu kultivieren als so eine Art Ritual, dass wenn ich mit Leuten rede, dass das, was ich dann lerne, was ich als positiv empfinde, also ich will da niemandem's Privacy da entsprechend intrudieren, sondern das, was ich als wertschätzend auch empfinde, das tagge ich dann auch. Und da kommen auch wieder neue Gespräche natürlich, weil die Leute sich dann wundern, ja, du hast mich jetzt da mit dem getaggt, wieso? Und so, ja, du hast da so toll drüber geredet in dem Anruf, ich fand, dass das eigentlich eine Kompetenz von dir ist. Und dann kommt über diese Rückmeldung dann wieder, über die Rückfrage, entsteht auch wieder was Neues. Auch bei wildfremden Leuten funktioniert das ziemlich gut. Also bei mir waren die 50 erstmal abschreckend. Was mir dann nachher bei den 50 übrigens geholfen hat, ist, so Fähigkeitscluster zu bilden. Also da sind ja sehr unterschiedliche Statements drin. Also manches bezieht sich auf das Private, manches auf Professionelle, manches auf Netzwerke, die man kennengelernt hat. Ne? Also das ihr Working Out Loud haben wir ja gelernt, ist das Arbeiten mit Formularen. Da vielleicht mal als Anregung, dass man vielleicht überlegt, tatsächlich, in welche Dinge kann man solche Dinge reinstrukturieren. Mir persönlich fällt es dann immer leichter, eine Zahl wie 50, wenn ich da plötzlich 5 Zehner-Cluster da habe, bin ich dann viel schneller durch. Ja, vielleicht, du hast jetzt gerade den Begriff Fähigkeit genannt. Es geht eigentlich gar nicht so sehr um Fähigkeit, sondern eher um Fakten. Ja. Also es geht um Fakten und Eigenschaften, die man beitragen kann zu den Leuten, die man eben auf seiner eigenen Contribution List hat, und sich die zu verdeutlichen. Fähigkeiten ist, glaube ich, schon wieder eine Stufe komplexer. Mhm. Ja. Obwohl eine Fähigkeit, also ich sage immer, eine Fähigkeit zeigt sich im Tun und gliedert sich ja in Eigenschaften, in Tun und in Wissen. Und so kann man es ja auch gliedern. Was weiß ich, ja, wovon habe ich besondere Ahnung? Also jetzt hier Mutter, Diabetes, habt ihr ja gerade hier gelesen. Vielleicht hat derjenige auch Ahnung in Bezug auf Diabetes, kennt sich mit bestimmten Sachen aus, oder wenn jemand Heuschnupfen hat oder irgendwas. Und dann ist das ja auch eine Fähigkeit, die er hat, oder in einem Ansatz oder etwas, wovon er was versteht, was andere nicht haben. Mhm. Genau, also ich meinte Fähigkeit auch jetzt nicht im engsten Sinne, sondern tatsächlich auch im weiten Sinne. Es ist schon die Fähigkeit, wenn gefordert wird, dass man eine Eigenschaft hat, dann bin ich derjenige, der die Eigenschaft hat, der die Fähigkeit hat, diese Eigenschaft mitzubringen. Also zum Beispiel, ich habe in Gütersloh gewohnt. Das ist jetzt eigentlich keine so tolle Fähigkeit. Ja, aber wenn jemand zum Beispiel jemand ist, der jetzt nach Gütersloh umziehen muss, der braucht erstmal einen, der ihn in den Arm nimmt, ja. Und dann auch Beistand leistet. Aber dann braucht er vielleicht einen, der ihm erzählt, dass Gütersloh gar nicht so schlimm ist wie die Geschichten darüber. Ne? Und schon wird die Eigenschaft, ich habe in Gütersloh gewohnt, letztendlich zur Basis meiner Fähigkeit, das Bedürfnis desjenigen zu befriedigen, der nach Gütersloh muss. Ja, die Anfragen sind ja eben komplett unterschiedlich. Ich glaube auch, dass wir vor allen Dingen in Deutschland, das merke ich bei den internationalen Kollegen, dass das da teilweise ganz anders ist. Aber in Deutschland sind wir sehr, sehr vorsichtig, jemand anderen mit irgendwas zu taggen, weil das gilt ja nur dann, wenn der so ein echter Experte in dem Thema ist. Also und das ist ein Hinderungsgrund für beide Seiten. Der eine möchte jemanden nicht mit so einem Attribut versehen, weil er sagt, ja gut, der hat ja jetzt nur einmal drüber was gesagt oder wohnt in Gütersloh, kann der jetzt den Stadtplan auswendig, kennt der wirklich die ganze Infrastruktur, ist der so der Community-Nerd, oder hat er da einfach nur gewohnt, hat dort gearbeitet und war bei Tageslicht nie draußen? Also diese Unterscheidung, aber wie du sagst, dem einen reicht es ja zu wissen, gibt's da einen Bäcker. Genau. Und dem anderen, der möchte halt detaillierteres Wissen haben, aber diese Stufe, die Qualität des Wissens, die wird er damit erstmal gar nicht ausgesagt, sondern einfach nur Gütersloh sagt, okay, also so als ersten Ansatzpunkt, vielleicht der Winfried, vielleicht kennt er dann jemanden, der da noch mehr weiß. Und dann ist es schon mal der erste Schritt. Und sowas ist in der Regel immer schon mal wertstiftend. Genau. Also ich zum Beispiel, oft haben Leute auch ein Problem, noch stärker als mit Fähigkeit, haben sie dann so einen Begriff wie Kompetenz. Ich benutze Kompetenz tatsächlich sehr inflationär, gerade in diesem Sinne. Ich sage, alles, was man letztendlich erlebt, nicht erlebt hat, kann, nicht kann, einen auszeichnet,
Ich sage, wenn man zum Beispiel einem ein Bein fehlt und ein Film sucht einen Darsteller, wo einem ein Bein fehlt, dann ist das eine super Kompetenz. Ja. Und genauso ist es halt mit Gütersloh oder wenn der Hund einem gerade den Zahn ausgeschlagen hat. Das kann in irgendeinem Kontext dann sinnvoll sein. Naja gut, aber da würde ich dann, glaube ich, eher ein abstrakteres Konzept wie ein Thema oder ein Ding oder ein Fakt verwenden, weil Kompetenz ist, glaube ich, schon, auch wenn es da sehr viele unterschiedliche Definitionen gibt, schon in eine ganz bestimmte Richtung geprägt, was das ist. Ne? Also ich glaube, da, das macht Kommunikation auch schwierig, wenn sozusagen jeder von jedem Begriff eine eigene gibt's Definition eine schöne Geschichte. Mit sich rumträgt. Ne? Der Mann, der jedem Ding einen anderen Namen gibt und plötzlich in Isolation ist, weil keiner mehr ihn verstehen kann. Genau. Okay. Genau. Hat denn jemand von euch jetzt zwischenzeitlich so eine Liste, wenn auch nicht 50, mal angefangen oder vorbereitet? Will jemand Begriffe davon teilen oder Fakten davon teilen? Ja, ich habe ja mit Gütersloh schon kühn vorgelegt. Reicht das für heute? Nee, das war zum Beispiel Teil meiner, was habe ich eigentlich an Fakten oder was ist eigentlich Teil meiner Historie? Und jeder Teil meiner Historie von frühester Kindheit an, was ich erlitten und erleben durfte, ist natürlich eine Perspektive, aus der nachher Möglichkeiten der Anschlussfähigkeit entsteht. Ja. Also, da also ich denke, das, was wir... Also, Entschuldigung. Ich bin durch. Was wir da machen, ist ja biografisches Arbeiten und biografisches Gucken. Und also ich könnte mal eins anbieten. Ihr wisst ja, dass ich im Osten aufgewachsen bin und dann ja eben auch da ziemlich revoluzzermäßig unterwegs war, dann einen Ausreiseantrag hatte. Und ich habe halt dadurch die Fähigkeit, also in diesen beiden Systemen, die definitiv anders sind. Also die Sozialisation ist komplett anders. Ich sage ja immer, ich habe das Glück, wenn ich im Osten trainiere, kann ich mit den Ossis über die Wessis lästern und mit den Wessis kann ich im Westen über die Ossis lästern. Und das ist zum Beispiel echt ein Fakt, der sich einfach daraus ergeben hat, dass ich in diesen, also sagen wir mal, mehr oder weniger hälftig in diesen beiden unterschiedlichen Deutschlands zu den Zeiten aufgewachsen bin. So. Mhm. Was ja auch definitiv, um mal an den Punkt zu kommen, dazu wieder führt, dass in bestimmten Situationen oder sagen wir mal was anderes, ich habe jahrelang in der Modebranche gearbeitet nebenbei, während mein ganzes Studium finanziert und so weiter. Ich kenne mich mit diesen, also ich habe Stallgeruch oder heute Fissmann. Ich habe 7 Jahre ein Heizungs-Sanitärunternehmen mitgeleitet und also aufgebaut. Das war für mich heute wirklich mal wieder Heizungsluft zu schnuppern, das war so richtig schön, ja. Und das ist natürlich auch was anderes. Ich habe dann mal in dem Zusammenhang, als ich mich selbstständig machte, zum Beispiel eine Akademie auch unterstützt, die Profis im Handwerk gemacht haben. Natürlich mit dieser Erfahrung im Handwerksbetrieb als Ehefrau und als quasi da Strippenzieherin im Hintergrund zu sein, bin ich natürlich prädestiniert auch für so eine Klientel und weiß auch, wie man mit den Jungs umgeht. Seitdem habe ich, also meine Sprache ist ja manchmal sehr drastisch. Es ist auch ein bisschen zurückzuführen auf diese Erfahrung. So. Also ohne jetzt, ihr wisst schon. Ja. So. Wir können es uns denken, ne? Ja. Mhm. Viel erlebt. Genau. Ich habe parallel mal so ein bisschen im OneNote zusammengeschrieben. Ich fand diesen Begriff Biografiearbeit auch nochmal interessant. Da werde ich mich sicher nochmal ein bisschen vertiefen. Weil mich das aus den Circle Guides eigentlich gar nicht so angesprungen hat. Also mal drüber nachzudenken, was sind denn eigentlich die biografischen Ereignisse, Tatsachen, vielleicht neben den Orten, wo man gelebt hat, die einen geprägt haben. Und was für mich sicher ganz vorne steht, ist halt sehr früh über meinen Vater, der Elektrotechnik-Prof war an der FH, halt mit Technik in Verbindung gewesen zu sein. Also ich habe halt, was weiß ich, die eigenen Audioverstärker gebaut oder auch dann Computer zusammengeschraubt, einem C64 rumgelötet, um den schneller zu machen, Mofas auseinander wieder zusammengebaut, um die auf 80 Stundenkilometer zu bringen, all sowas. Und dann relativ... Bitte? Völlig legal mit großen Nummernschildern. Ja, die standen nur in der Garage, wir sind die nie gefahren, natürlich. Nee.
Und dann über Amateurfunk-Community, Chaos Computer Club halt sehr früh auch mit Netzwerk in Berührung gekommen. Also sprich, sei es jetzt damals, hat man sich noch in mit Akustikkoppler und so in irgendwelche Mailboxen eingewählt, hat er versucht, in irgendwelche Netze zu kommen oder Daten über Amateurfunk zu übertragen, solche Sachen. Was dann letztendlich dazu geführt hat, dass ich auf der einen Seite Elektrotechnik studiert habe, aber im Nebenfach Philosophie, was halt so diese Systemseite in mir sehr stark geprägt hat, also so alles in Systemen zu sehen. Ich vergleiche das oft so mit der Matrix, ja, diese eine Szene, wo man dann nur noch diese grünen Buchstaben sieht. Also bei mir läuft irgendwie parallel immer so eine Systembrille mit, in der Organisation, was sind da für Systeme, welche Subsysteme, welche sind wie gekoppelt. Und das ist auch was, das kann man gar nicht wegbekommen. Und gleichzeitig aber merke ich, dass das halt diese ganzen 30 Jahre Vorgeschichte irgendwie mit einem gemacht haben. Und das sozusagen jemand anderem wiederum zu erklären oder jemand so eine ähnliche Brille aufzusetzen, das ist gar nicht so einfach. Also das Sachen, wo man für sich selber manchmal denkt, ist doch völlig klar, dass es so ist. Und es aber ganz schwierig ist, in einer Gruppe von Leuten, mit denen man spricht, sozusagen so eine ähnliche Wahrnehmung auch zu vermitteln. Und das ist was, wo mich die Übung jetzt drauf gebracht hat, einfach anhand von ein paar so zentralen Geschichten, die ich erlebt habe. Also John sagt ja Beiträge, also so diese Fakten in Beiträge verpackt. Mal zu versuchen, so rezukapitulieren, was mich da geprägt hat, die Welt heute zu sehen, wie ich sie sehe. Da würde ich gerne noch was dazu sagen. Gerne, klar. Weil du siehst an der Sache also zwei Sachen. Also zum einen prägt unsere Biografie ja erstmal grundsätzlich alles, das, was uns im Leben widerfahren ist, lässt unser Wertesystem aufbauen. Also das, was an positiven Dingen oder an negativen Dingen da war. Und wenn jetzt, sag mal, jemanden, also, oder auch, da kann ich mal meine Ossi-Vergangenheit, also für mich ist Freiheit und Demokratie ist wirklich einer der größten Werte, ja. Das hat eben was damit zu tun, weil ich frühzeitig extrem unter diesem System gelitten habe. Und das andere, was man sieht, was du erzählst mit deinem Vater, der dich frühzeitig schon an Dinge herangeführt hat und wo du dir was abgeguckt hast, das ist so dieser klassische Fall, eben wenn wir von Talentlüge sprechen. Es geht nämlich letztlich immer um Anregung. Und wenn du frühzeitig eine Anregung zu irgendwas gekriegt hast, deshalb ist das ja so wichtig, dass wir in der Schule anfangen, nicht nur in eine Richtung zu gehen. Und das war ein Riesenvorteil im Osten, dass zum Beispiel wirklich handwerkliche Fähigkeiten vermittelt wurden und so, dass auch der Erfolg hatte, der vielleicht kognitiv nicht so stark war. Das ist irgendwie total wichtig. Und das befördert auch Lernen. Also das hat mich heute wieder beim Fissmann so ein bisschen gewundert, dass irgendwie nie geguckt wird, was befördert wirklich Lernen? Eben Anregung und Interesse auch bei Jugendlichen kann sich nur entwickeln, wenn jemand mal eine Anregung gekriegt hat. Und wenn jemand Lust hat, ins Museum zu gehen, als Erwachsener oder durch den Wald zu latschen Sonntag, weil er da Ruhe findet, dann hat das oft damit zu tun, weil er als Kind das gelernt hat. Mhm. Und weil er das als irgendwie angenehm, also vielleicht zu dem Zeitpunkt, ihr kennt den verhassten Sonntagsspaziergang, vielleicht nie so toll fand, aber am Ende seines Lebens sich da wieder in eine Ruhe zurückbringt und eine Kraft daraus schiebt, weil er das frühzeitig kennengelernt ja, hat. Ja, das ist ein guter Hinweis. Ja. Auch die, wenn man über Lernräume nachdenkt, das ist ja jetzt ganz so spannend, ein paar Mal aufgetaucht in dem MOOC-Teil. So Orte wie Coworking Spaces, Hackerspaces, Fab Labs, was sind so deren Rollen im Lernen? Und oft können sich Lernleute erstmal gar nicht vorstellen, dass das überhaupt eine Rolle spielt, weil es so anders ist als ein Klassenraum. Wobei ich denke, genau das ist eigentlich die wichtige Eigenschaft. Da liegt nämlich ein Haufen Kram rum und es sind ein Haufen Experten zu allen möglichen Themen, wo man sich vielleicht mal beim Mate oder irgendein Getränk mit denen hinsetzt und sagt, wow, was kann der da alles? Das will ich jetzt auch lernen. Das ist aber halt ein ganz anderer Kontext als jetzt so eine Kursstruktur oder ein Weiterbildungskatalog oder so. Und absolut. Glaub, das ist wichtig, irgendwie diese zwei Welten auch gedanklich zusammenzubringen im Corporate Learning. Weil da, wo was Neues gemacht werden soll, wo Innovation entstehen soll, glaube ich, komme ich halt mit diesem, einer weiß, wie es geht und sagt das 20 anderen Modell überhaupt nicht weiter, sondern da brauche ich genau dieses
experimentieren, ausprobieren, 5 Leute stecken ihre Köpfe zusammen, es geht schief, man schläft eine Nacht drüber, trifft sie am nächsten Tag wieder, sagt, ich habe was rausgefunden. Also ich glaube, so funktioniert in dem Kontext Lernen dann viel eher. Okay. Ready? Ja. Ready with the exercise? Dann können wir in die nächste übergehen, weil jetzt ist nämlich die Anforderung die, sich die eigene Contribution List mal vorzunehmen und zu überlegen von diesen Eigenschaften, die man jetzt über sich gesammelt hat, im Kopf oder auf dem Zettel, welche davon oder mit welcher Eigenschaft könnte man denn da eine persönliche Verbindung zu jemand auf der Contribution List herstellen und auch ganz konkret zu überlegen, wie man sozusagen mit dem in Kontakt treten kann. Ich habe es ja vorhin gesagt, es geht dann darum, derjenigen Person auch direkt, am besten heute noch aus dem Circle, eine Nachricht zu schreiben und Kontakt aufzunehmen. Also das wären jetzt mal so die nächsten 5 bis 10 Minuten. Harald, wenn du möchtest, kannst du auch da nochmal ergänzen gerne. Ja, ich würde die Zeit auch mal so ein bisschen nutzen. Ich will mich ja nicht komplett rausnehmen und vielleicht so ein paar Sachen auch bei mir von mir teilen. Und zwar, was jetzt so die Themen angeht, die vielleicht auch so ein bisschen dahin geführt haben zu dem, was ich heute mache. Ich bin ja seit 27 Jahren in der gleichen Firma eigentlich. Spannenderweise, ich habe 89 habe ich bei der Telefunken Mikroelektronik angefangen. Das ist eine Firma, die dann irgendwann von der Continental gekauft worden ist. Und habe da natürlich sehr viele Dinge erlebt zum Bereich Führung, zum Bereich, wie wird mit Menschen umgegangen, was haben Leute für Notwendigkeiten und was passiert. Ich bin im Entwicklungsumfeld aufgewachsen, habe eine Elektronikausbildung gemacht und habe damals, das weiß ich noch ziemlich gut, da gab es irgendwie so eine Fertigungsstraße, ist ausgeschlachtet worden bei uns in der Firma und da gab es so Näherungssensoren und diese Näherungssensoren, die habe ich mir dann irgendwo geholt. Die konnte man dann so kaufen bei uns, so altes Material im Endeffekt, weil die waren damals draußen auch noch relativ teuer. Und habe mir die damals in meinen Ford Fiesta, glaube ich, reingebaut. Und ich weiß, da kam ein Jahr später, kam dann von Daimler, kamen diese Knöpfe hinten. Wenn ihr euch noch erinnert, bei der S-Klasse zum Einparken gab es da so Knöpfe, die hinten rausfahren, damit man besser peilen kann, wie man rückwärts irgendwie mit dieser Riesenschüssel einparken kann. Da war ich richtig stolz drauf, weil bei mir war nämlich vorne im selber gebauten Display in dem Ford Fiesta war eine 3-LED-Anzeige über die Entfernung zum Hintermann. Und ich hatte damals mit LEDs gearbeitet und sowas. Also wir reden jetzt wirklich von vor 25 Jahren. Und ich habe bis heute darauf warten müssen, dass es endlich LED-Scheinwerfer gibt, dass es endlich eine Rückfahrkamera als Standard quasi in den meisten Autos gibt und so weiter. Also ich kann mir heute halbwegs das kaufen, was ich vor 25 Jahren irgendwie selber irgendwie reingebastelt habe. Das macht für mich auf der einen Seite, erklärt es vielleicht so ein bisschen den Drive, den ich da habe, was die ganzen neuen Themen angeht. Und zum anderen ist es so ein bisschen auch so die Ungeduld erklärt es vielleicht, warum ich bei vielen Dingen immer sage, ja gut, aber so ganz neu ist es jetzt alles nicht. Man kann es halt jetzt ganz normal irgendwo im Shop kaufen, aber möglich war das meiste, was viele heute unter digitaler Transformation in der Technik bezeichnen, schon vor 25 Jahren. Das konnte man mit einem neuen 6er Modem, mit ein bisschen Hacken, konnte man sein Haus automatisieren. Also für mich waren ganz viele Themen, weil ich aus dieser Elektronikrichtung komme, aus der Elektrotechnik. Mein Vater hat selber schon Computer gebaut oder er hat schon Radios gebaut, da gab es noch nur Röhren und so weiter, mit also Transistorradios. Also ich habe auch von meinem Vater da sehr viel natürlich übernommen. Das hat mich dann dazu gebracht, genau da rein zu investieren. Und nachdem mir das damals aber nicht gegönnt war, da wirklich so breit in die Breite zu gehen oder mich mit Leuten auszutauschen, damals gab es eben kein Internet, habe ich mir halt Jobs und Hobbys gesucht, eigentlich hauptsächlich Jobs, wo man das dann ausleben konnte. Also ich war 20 Jahre lang Discjockey und habe da mit meiner komplett eigenen Anlage, die ich mir auch selber irgendwo gebaut habe, sowohl akustisch als auch vom Lichttechnik her. Ich habe Turnierservice gemacht mit so Beschallungstechnik, Zeitmessung und lauter so Zeug und habe da natürlich viel Erfahrung auch mit Menschen gesammelt beim Beobachten von Menschen, wie reagieren die einerseits auf meine Musik oder auf meine Ansagen oder die Ergebnisverarbeitung. Also es gab da ganz viel zu lernen, sehe ich heute alles irgendwie als Lernthemen und irgendwann ist das Ganze wieder ein bisschen so zusammengelaufen in den jetzigen Job, den ich habe, in dem ich viele Dinge, die ich in der Vergangenheit einfach mal gemacht habe als Nebengewerbe oder eben als Hobby oder als zum Ausprobieren damals in der Ausbildung oder in den erweiterten Programmen dann,
die kann ich jetzt eigentlich alle einführen. Und das erlaubt mir ganz, ganz viele Perspektivenwechsel auf ein und dasselbe Thema. Ich habe 20 Jahre lang Webdesign gemacht nebenbei. Und wenn man all diese Themen dann mal so eine Zeit lang bis zum gewissen Grad an Intensität gemacht hat, erlaubt einem das sehr, sehr schnell, ein und dasselbe Thema ganz schnell von vielen verschiedenen Perspektiven anzuschauen, ist für andere dann immer so ein bisschen zu schnell, weil die sind immer noch bei der einen Perspektive und man versucht gerade schon die drei, vier anderen abzuwägen. Aber das macht auch irre Spaß, wenn man dann sehr, sehr schnell in eine andere Diskussion auch reinkommt. Und man hat halt sehr viel Breite, sage ich jetzt mal. Mir fehlt an vielen Stellen mit Sicherheit die thematische Tiefe. Aber dafür gibt's Experten. Also von daher, wer da Interesse an Austausch hat oder sowas, da bin ich immer sehr, sehr gern zu haben dafür, weil ich einfach diesen breiteren Horizont gerne auch nutze. Und das Internet im Endeffekt, um das jetzt nochmal auch wieder aufs Thema zurückzuführen, ich war ein ganz großer Fan damals von diesem ICQ-Chat, den es da mal gegeben hat. Da gab es so einen Knopf und da konnte man draufdrücken und es war dann so Random Chat oder sowas hat das geheißen. Und da konnte man mit irgendjemandem auf diesem Planeten chatten, der halt gerade online war. Man konnte es, glaube ich, noch auswählen, ob man Frau oder Mann wollte oder sowas, aber da waren sowieso ganz viele mit irgendwelchen Synonymen drin. Und das hat aber für mich ganz, ganz schnell irgendwie die Welt aufgemacht, weil plötzlich konnte ich mich mit Leuten austauschen, wo ich so halbwegs mit Englisch weitergekommen bin, mit jemandem aus Kasachstan gechattet und dann mit jemandem aus, keine Ahnung, auf der ganzen, also nicht der ganzen Welt, aber viele Länder waren da halt schon auch unterwegs. Und das hat mir mein Weltbild komplett verändert. Und für mich war das so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das Internet oder dieses Erlebnis, das ich da hatte, das verändert komplett die Welt. Wenn die Leute erleben, was da draußen los ist, wie die anderen Leute auch ihren Kaffee kochen mit Wasser, da kann es eigentlich gar keine Gewalt mehr geben, so ungefähr, wenn wir uns menschlich da begegnen können. Das war natürlich ein bisschen naiv, aber es geht in diese Richtung für mich und jetzt Working Out Loud oder das, was wir jetzt gerade als Übung machen, dass wir uns über virtuelle Möglichkeiten, über Netzwerken, über jemanden Wertschätzung schenken aufgrund eines Blogposts, aufgrund eines Vortrags. Das ist für mich genau diese Weiterführung als gesamte Weltbevölkerung sozusagen, uns gegenseitig mal ein bisschen näher zu kommen. Es mag wirklich, wie gesagt, naiv klingen, aber das treibt mich da irgendwo an. Und mit WOL kriegen wir das jetzt im Endeffekt auch nochmal ganz strukturiert gezeigt, wie kann ich denn mit wildfremden Menschen mit einem kleinen gemeinsamen Nenner eine Tür aufmachen, um da wirklich tollen Austausch hinzukriegen. Ich finde da noch den technischen Aspekt auch interessant, nämlich sich wirklich in die Sachen auch mal rein zu vertiefen und die in Tiefe zu verstehen. Ich glaube, das ist auch ein, sagen wir mal, ein Vorteil, den unsere Generation im Gegensatz zu einer Generation Y noch hat. So ein Rechner wie einen C64 oder einen 8086, den konnte man noch verstehen bis auf die letzte Komponente und den konnte man programmieren bis auf die letzte Komponente und damit hat man einen ganz anderen Zugang, glaube ich, zu diesem technischen Subsystem als jemand, der, sagen wir mal, darüber rankommt, indem er Apps hin und her wischt. Und ja, man musste ihn auch verstehen. Man musste, es gab nichts anderes. Wenn du vorher keinen SCSI-Port zuweisen konntest, dann hast du halt einfach keinen Scanner anschließen können. Genau. Und das ist was ich heute auch mit so ein bisschen Sorge sehe, dass halt, dass man sich so mit den Sachen eigentlich die Hände gar nicht mehr schmutzig machen will, sondern man wartet so, bis irgendwie die einen sagen, die grafische Benutzeroberfläche da ist, oder die anderen sagen, bis vielleicht sogar die künstliche Intelligenz die Sachen für mich macht. Nur, dann wird das Geschäft von anderen Leuten gemacht. Dann machen das nämlich die, die diese Oberflächen bauen und nicht, das sind die, die sich früh auch schon mit unfertigen Technologien die Hände mal schmutzig gemacht haben. Und ich glaube, das ist einfach auch eine wichtige Fähigkeit, da eine gewisse Neugierde zu haben und auch wenn die Sachen noch nicht aus der Schachtel mit Einknopfbedienung kommen, sich damit schon mal mit auseinanderzusetzen und sowas kennenzulernen. Absolut. Also es gibt auch eine gewisse Demut dann vor dem, was da möglich ist, wenn man mal so weiß, was alles notwendig ist, damit so ein Bildschirm mit 4K ruckelfrei irgendein Bild auf die Wand malt. Ja. Okay, gut, dann schauen wir mal. Letztes Zusammentragen der Übung. Hat denn jemand, mag denn jemand teilen, wo es denn da vielleicht jetzt ein Match gab zwischen der Contribution List und den Fakten über einen selber, an wen wollt ihr eine Nachricht schreiben? Ich kann mal vielleicht, weil als Harald gesprochen hat, ist für mich aufgeschrieben, fange ich mal an. Also ich habe eine Dame bei einem Kunden von uns, die hat gerade
also ist dort für die Führungskräfteentwicklung zuständig und die hat gerade die Ausbildung zur systemischen Organisationsentwicklerin bei der Beratergruppe Neuwaldeck abgeschlossen und ist da Feuer und Flamme. Also die hat voll diese Brille auf, ihre eigene Organisation sieht sich viel zu sehr als Maschine, es ist alles so in Regeln abgelegt, ist eigentlich diese ganze organische Idee, Ökosystem-Idee gar nicht da. Und mit der habe ich am Donnerstag einen Termin und ich werde jetzt heute Abend noch eine E-Mail schreiben, ob sie nicht im Anschluss eine halbe Stunde noch Zeit hat, um mal diese Idee Lern der Organisation als soziotechnisches System mal abzugleichen mit dem, was sie jetzt über systemische Organisationsentwicklung gelernt hat. Und die würde ich dann gegebenenfalls, wenn die sich da interessiert, noch in die Liste meiner zu kontribuierenden Personen aufnehmen. Also das könnte ein ganz guter Match sein, gerade weil die ist so enthusiastisch im Moment in dem Thema und sieht aber noch gar nicht so richtig den Anknüpfungspunkt, also wo kann sie das jetzt quasi verwenden, wofür sie da begeistert ist und umgekehrt habe ich so ein paar Ideen, wo man quasi in dieser Organisation anknüpfen könnte und das könnte ein ganz guter Fit sein. Mag noch jemand? Ich muss gestehen, dass mir das schwer fällt, weil ich natürlich in so einer Position bin, also das, was mich ausmacht und mit dem, was ich beruflich tue, das ist eben genau ein Ergebnis meines Lebens, meiner Biografie, meiner Fähigkeiten, die ich daraus abgeleitet habe, letztlich dann eben auch meiner Kompetenzen. Und ich habe jetzt Harald, ich war ja auf so einer Messe und da habe ich eine Kollegin von dir angesprochen, die für Employer Branding zuständig ist, weil wir einfach so drüber geredet haben. Da ist mir einfach nochmal aufgefallen, also es gibt viele Dinge, wo ich gerne was dazu sagen könnte, weil ich einfach extrem viel Erfahrungen habe mit Recruiting im Sinne von, wonach gucken wir eigentlich, ja? Wie suchen wir wirklich Kompetenzen? Nicht im Sinne messbar oder sonst was, sondern wie kann ich einen klaren Blick für Dinge haben, die ich aus dem Erzählen, also genau das, was wir jetzt hier gerade gemacht haben, mitbekomme. Das kann man nämlich lernen, diesen Blick oder dieses Bewusstsein dafür. Und deshalb fällt mir das gerade so ein bisschen schwer. Aber bei der Kollegin habe ich das irgendwie gemacht und habe dann auch gesagt, ich weiß gar nicht, wie sie hieß, weil ich mich auch nicht so werbend da einbringen wollte, aber irgendwie gedacht habe, Mensch, ich könnte hier und da mal was sagen, weil Employer Branding zum Beispiel oder Recruiting ist nicht mein Geschäftsthema in dem klassischen Sinne. Aber ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Kulturwissenschaftlerin war sie ursprünglich. Aus Hannover? Barbara Ritter. Keine Ahnung. Texter. Ja, genau. Aha, sehr gut. Ja, super. Ja, die wir haben plus 200.000 Mitarbeiter, das kriege ich doch hin, oder? Ja, aber das war aber auch eine sehr, die passte, die, da spürte man die Interessiert für Menschen. So. Winfried, man hört dich gerade nicht. Da müsstest du mir aber, das wäre was, da würde ich dann nochmal sagen, ob ich ihr doch nochmal sie noch weiter zutexten soll, das passt ja zu dem. Dafür bräuchte ich aber vielleicht mal die E-Mail-Adresse. Kannst also da, Antje, die kann ich dir natürlich gerne schicken, aber sie ist auf Xing und sie ist auf LinkedIn und sie ist definitiv... Ja, warte, ich habe den Namen nicht verstanden. Wie? Ich verbinde euch einfach mal schnell. Ja, verbind uns mal, genau. Und du hast genug Tags. Kulturwissenschaftlerin, Hannover, ja, genau. Aber hätte ich ja noch rausgekriegt, ja, genau. Aber das fällt mir jetzt gerade so ein. So. Also das war wirklich am Rande. Das ist, finde ich, etwas ganz Spannendes. Ich habe bis jetzt, glaube ich, wirklich aktiv jetzt außer in unserer Filterblase nur zwei Leute mal kennengelernt, die nicht wahnsinnig jetzt sofort Social Media aktiv werden, die auf die Idee kommen, statt im Telefonbuch auf Xing oder LinkedIn nachzuschauen. Also und da drin ist in Wirklichkeit fast jeder schon drin. Also da sind so viele Leute drin und man gibt nur den Namen ein oder wie du sagst, Winfried, ein paar Text und dann kriege ich so hohe Trefferquote. Das ist also schon echt verblüffend. Das kann ich sonst super, aber ich will da nicht so... So, okay. Aber genau darum geht's bei Working Out Loud, dass man sich genau diese Hürde, dieses, ja, ich kann den jetzt nicht direkt ansprechen oder das ist ja Stalking, wenn ich den jetzt auf LinkedIn quasi suche. Aber genau das ist es eigentlich. Die Leute wollen ja gefunden werden im Endeffekt, ja, um zu sagen, schau mal, da bin ich, das interessiert mich. Und wenn du dann ein Angebot, ein Geschenk zu machen hast im Sinne von Working Out Loud, also nicht, ich sage jetzt mal nicht nur die reine Kaltakquise, sondern zu sagen, nee, schau mal, wir hatten schon ein Gespräch, ich würde es gern weiterführen oder
Also ich mache das bei Konferenzen, nach Konferenzen grundsätzlich und auch während den Konferenzen. Ich zeige den meistens, habe ich da so einen kleinen, ich habe mir so ein QR-Code habe ich mir machen lassen als Magnetaufkleber. Und den packe ich mir innen ins Jackett rein und wenn einer meine Visitenkarte will, dann zeige ich ihm einfach den QR-Code und sage, mach ein Foto und dann sind wir schon verknüpft. Also das ist ja, die meisten kennen das natürlich nicht, aber es ist halt viel, viel einfacher und gut, die haben dann keine Visitenkarte, aber der Unterschied ist, wenn ich dem die Visitenkarte gebe, dann kriegt er ja noch 30 andere wahrscheinlich an dem Event. Aber wenn er mir seine gibt, weil viele haben ja selber dann schon noch eine und sage, ich kontaktiere sie. Und dann kriegt er am Abend oder am nächsten Tag spätestens von mir dann eine Einladung über LinkedIn oder Xing. Und dann ist es nochmal ein ganz anderer Kontakt, der ist sofort wieder frisch und der hat dann halt den ganzen Background von mir dann auch noch und kann sich überlegen, will ich mit dem oder nicht. Deshalb hast du so viele Kontakte. Da kannst du dich jetzt über iOS 11 freuen, weil in iOS 11 wird in die Kamera-App ein QR-Code-Reader eingebaut. Da hat es dann jeder sozusagen. Ja. Das war nur so ein kleines Hindernis, dass die meisten gar nicht wussten, was ein QR-Code ist. Ja, brauchst du erstmal eine App und so, ne? Ja, genau. Ist übrigens auf meiner Webseite eine Erklärung, was es ist und wofür es gut ist. Ja, Werbung. Gut. Okay. Noch jemand? Winfried hat noch nichts gesagt. Genau, ich war eben ja offline, habe aber die ganze Zeit schön gelauscht. Vor allem bei Harald und Simon die Vätergeschichten. Mein Vater hat immer Lochkarten nach Hause gebracht. Also ein Pionier von der Hollerith-Maschine über die großen IBM und so weiter. Bei mir war das aber eher so ein bisschen abschreckend, weil er auch noch nachts Programme durchsimulierte. Und da habe ich immer gesagt, wenn ich eins nicht mache, dann ist das Informatik. Und am Schluss habe ich es dann doch studiert. Und ich muss sagen, als die Lochkarten, die ich damals in der Kindheit gelernt habe, haben wir tatsächlich in der Ausbildung mal gelernt, als geholfen, als das Operating System gesponnen hat und die Lochkarten zerrissen hat. Dann konnte ich die selber stanzen. Ganz alleine. Genau, aber Contribution, also was ich sehe bei meiner Contribution und auch bei meiner Netzwerkliste, ich bin noch ein bisschen in meiner Filterblase oder sagen wir mal sehr stark in den jetzigen Kontakten. Und wenn ich sehe, was meine Contribution ist, das, was ich glaube, jetzt einfach die letzten, insbesondere so 20 Jahre bei mir ausgezeichnet hat, waren so zwei Dinge. Ein relativ breites Netzwerk, einfach durch die Competence-Zeit ergab sich das, dass man eigentlich am Ende des Tages Hinz und Kunz letztendlich kennt und auch mit vielen Plattformen letztendlich unterwegs ist. Und das, also vieles, was ich tagtäglich mache, also ich habe eben zum Beispiel den Martin Graetz, der hier Rock Your Own ID gemacht hat oder der Mythos Fachkräftemangel. Und was ich dann sehe, ist bei vielen Kontakten entweder koppel ich Netzwerke untereinander oder Netzwerke und Plattformen mit zusammen. Und das ist ja auch eigentlich das, was ich in dem Ziel erreichen möchte. Mein erster Fokus ist dann noch sehr innen fokussiert, dass ich da insbesondere letztendlich einerseits die großen Plattformen wie Messen aktivieren will. Da bin ich, wie gesagt, immer noch dran. Andererseits jetzt gucken möchte, was gibt's da eigentlich alles an der Graswurzel? Also von Katharina, Ragnar und so weiter machen da ja viele Dinge, die solche Transformationsplattformen machen. Und nach diesem Talk werde ich jetzt erstmal Ragnar antelefonieren und ihm sagen, dass er dann auch letztendlich hier bei unserem Event einfach mal über seine Aktivitäten da berichtet und wir vielleicht einfach mal auch gucken, ob wir nicht diese Dinge da miteinander zusammenschalten können. Mhm. Aber es ist halt noch nicht ganz frei. Ich gehe hinaus in die Welt und gucke, welche Netzwerke da noch zu erschließen sind. Bei mir ist es so ein bisschen... Für viele dieser Aktivitäten, die ich oder für viele Dinge, die ich jetzt machen möchte, kann ich tatsächlich dann doch auf Kontakte zurückgreifen, die sich dann doch über die Jahre gebildet haben. Bei meinem Thema. Gut, dann bleibt uns eine letzte Minute. Termin zu bestätigen für nächste Woche ist einfach, weil es ist wieder der Montag, 19 Uhr. Dann hoffentlich auch mit dem Karl-Heinz wieder, vermute schon. Und als allerletztes noch so eine kleine Runde. Was ist das eine Ding, was ihr euch vornehmt bis nächste Woche? Also was wollt ihr auf jeden Fall erledigt haben? Im Kontext unseres Circles natürlich. Ja. Also ich werde einen letzten verzweifelten Versuch machen, Messen als Plattformen für WOL-Circle oder wie auch immer, man muss sie gar nicht WOL-Circle, ne? Aber Messen als nachhaltige Events 4.0 habe ich es früher genannt. Also wie bekommt man dazu, dass eigentlich eine Messe eine Plattform wird, wo sich Menschen treffen und über das Treffen hinaus auch Transformation stattfindet. Ich bin ja auch, wie gesagt, Messebeirat, insbesondere bei der Zukunft Personal.
Und das ist mein Wunsch, jetzt auch nochmal mit diesem Messeteam einfach mal prototypisch zu gucken, ob das klappt. Also solche Messen als Transformationsplattformen weiterzudenken. Okay. Also sorry, Harald, okay, machen wir es so rum. Ladies first. Nee, dann habe ich noch eine Sekunde Zeit. Okay, nee, also ich werd so ein bisschen kombinieren aus den letzten Circlen auch. Und zwar, wir haben ja gesagt, heute mache ich es persönlich. Beim letzten Mal war ich nicht dabei, errege Aufmerksamkeit. Ich bündel das mal so ein bisschen und werde mal in LinkedIn gehen und werde mal so ein paar Personen raussuchen, denen ich mal so eine persönliche kleine Recommendation schreiben werde oder auch natürlich auch ein paar entsprechende Tags bestätigen werde. Also ich möchte einfach mal so ein bisschen so die Runde machen. Das wollte ich die ganze Zeit schon machen und immer schiebe ich es weg. Das werde ich die Woche mal angehen und verschiedenen Leuten da einfach mal was Gutes tun, hoffentlich. Ja, und also ich werde das nochmal hier mit der Liste auch nochmal so angucken und erstens sagen, wenn du mich auf LinkedIn nicht gefunden hast, dann kann er was nicht sein. Harald hat mir gerade jetzt geschrieben. Also ich muss da drauf sein, ich bin da drauf. So. Moment. Also ich werde da mal so ein bisschen Sind wir noch sortieren. gar nicht Das ist, vernetzt? ja, Gibt's wir das? sind noch nicht vernetzt. Nee. Ja, also ich werde auf jeden Fall weitermachen einfach so. Second. Okay, ab jetzt sind wir vernetzt. Das Okay. gibt's ja gar nicht. Sehr schön, letzte Amtshandlung für heute. Genau, ich hatte auch schon Nein. gesagt, ich habe mein Gespräch am Donnerstag, und ich werde zusätzlich jetzt mal so eine kleine Zwischenzusammenfassung mit Update meines Ziels als Blog verfassen und im Laufe der Woche noch posten. Das nehme ich mir vor. Okay, dann danke euch allen. Danke allen Teilnehmern, die so lange dabei waren. Wer es nachhören will, Aufzeichnung beende ich jetzt. Kann man wieder als Video und Audio anhören. Und dann entsprechend bis nächsten Montag. Ciao. Danke, Danke, Jo. Jusmo. Ciao. Danke. Danke. Jo. Ciao, Winfried. Ciao.